Auch die 50-jährige Michaela aus München musste ohne die Liebe ihres Vaters aufwachsen. Die Krankenpflegerin wird 1965 als das Ergebnis einer kurzen Beziehung ihrer Mutter Ilona mit einem griechischen Gastarbeiter in Bremerhaven geboren. Auch wenn sie so gut wie nichts über ihren leiblichen Vater weiß, fehlte all die Jahre ein wichtiger Teil in ihrem Leben. Die alleinstehende Michaela hat ihren leiblichen Vater nie kennengelernt. Dass sie nach zahlreichen gescheiterten Versuchen, ihren Vater zu finden, schließlich mich um Hilfe bat, hat einen besonderen Grund. Vor 2 Jahren ist meine Mama verstorben und ich bin alleine. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass ich nach so vielen Jahren endlich meinen Vater kennenlerne. Michaelas Wunsch und ihre Geschichte haben mich sehr bewegt. Deshalb habe ich sie zu mir nach Köln eingeladen. Hallo Michaela. Hallo, das freut mich. Oh, hallo, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich. Oh, zitterig. Komm mit rein. Okay. Ja? Danke. Michaela, du bist ja auf der Suche nach deinem Vater. Ja, der hat immer gefehlt. Immer. Obwohl du ihn nicht kennst. Was ist das Gefühl für deinen Vater, was du in dir trägst? Ja, Sehnsucht. Ja. Es würde mir sehr, sehr viel bedeuten, ihn zu finden. Es ist so nicht greifbar, ja, weil er nie da war. Aber wenn ich ihn finden würde, mit deiner Hilfe, das wäre super. Michaela wird 1965 als das Ergebnis einer kurzen Beziehung ihrer Mutter Ilona mit einem griechischen Gastarbeiter in Bremerhaven geboren. Ilona arbeitet, ist selten zu Hause und gibt die kleine Michaela zur Oma, wo sie behütet aufwächst, bis sie 8 Jahre alt ist. Das waren dann die ersten Jahre bei der Oma. Genau. Und dann? Meine Oma war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr die Jüngste. Und ich bin eine Zeit lang im Kinderheim gewesen. Die Oma ist nicht mehr in der Lage, sich um die Enkeltochter zu kümmern. Deshalb verbringt Michaela 4 einsame Jahre im Kinderheim. Dann quittiert Mutter Ilona die Arbeit als Schiffsstewardess und holt ihre Tochter zu sich. Michaela ist bereits in der Pubertät, als ihre Mutter erstmals von ihrer kurzen Beziehung zu Michaelas leiblichen Vater berichtet. Doch dieses Gespräch bleibt eine Ausnahme bis 2013. Meine Mutter ist gestorben vor 1,5 Jahren an einer schweren Krankheit. Und ungefähr 6 Monate bevor sie gestorben ist, hat sie zu mir gesagt, ich habe nur einen Wunsch. Wenn ich mal nicht mehr bin, möchte ich, dass du deinen Vater findest. Michaela, wie wäre es für dich, irgendwann von ihm zu hören? Ich liebe dich, mein Kind. Du bist meine Tochter. Oh, das wäre alles. Das wäre alles für mich. Dass er auch mich mal in den Arm nimmt und mich einfach drückt. Ja, das sind so. Stolz auf dich ist? Ja, auch. Dass er stolz ist. Ja. Ich weiß, was dir das bedeutet. Und genau in dem Wissen habe ich mich auf die Suche nach deinem Papa gemacht. Ich war in Griechenland. Was? Du warst schon unterwegs. Ich war schon unterwegs. Ganz viel sogar. Das jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Doch. Du suchst jetzt erst, das habe ich gedacht. Ich war schon dort. Und das würde ich dir jetzt gern zeigen. Ja. Ich mache mich auf die Suche nach Michaelas Vater und reise in den Südosten Europas. Athen ist die Hauptstadt Griechenlands und mit knapp 700.000 Einwohnern das bedeutendste Zentrum des Landes. Die zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten zeugen von der jahrtausendealten Geschichte Athens als Wiege der Demokratie. Dass meine Suche nach Michaelas Vater ausgerechnet hier beginnt, hat mit der zentralen Bedeutung der Stadt für ganz Griechenland zu tun. Ich bin gerade in Athen gelandet und ich möchte überhaupt keine Zeit verlieren.
Leider habe ich für meine Suche nur einen winzigen Hinweis. Michaelas Vater soll Demos Karpos oder Kapuros heißen. Das weiß sie leider selber nicht so ganz genau. Ich bin jetzt gleich mit einem Dolmetscher verabredet, denn zunächst möchte ich versuchen, hier bei den Behörden vor Ort an Informationen zu gelangen. Am Fuße der Akropolis treffe ich mich mit dem Dolmetscher Thomas, ein Deutsch-Grieche, der beide Sprachen perfekt beherrscht und mich bei meiner Suche unterstützen soll. Thomas, hallo. Hey, hallo Julia, willkommen in Athen. Dankeschön, ich hoffe, du hast nicht so lange gewartet. Nein, nur ein bisschen, nein. Okay, das Auto steht da, wir können sofort super. Los. Ja? Thomas und ich starten mit der Suche im Zentrum Athens. Da es in Griechenland keine Meldepflicht gibt, verfolgen wir beide eine andere Strategie. Das IKA-Sozialversicherungsamt verwaltet große Mengen von Informationen über berufstätige Griechen, auch die, die mal im Ausland gearbeitet haben. Bereits im Vorfeld hatte ich Thomas gebeten, Kontakt mit dem Amt aufzunehmen. Aber wo ist denn da jetzt der Eingang? Das ist ja schon hier vorne, durchs Tor. Ach, da ist es? Genau hier. Und konntest du da denn jetzt einen Termin vereinbaren? Wir haben jetzt einen Termin. Ja. Mein Vorschlag wäre es, wir gehen ohne Kamera rein. Ich glaube, wir reichen dadurch mehr. Alles klar. Du musst draußen bleiben. In den letzten Jahren habe ich mit der großen Hilfsbereitschaft der griechischen Bevölkerung wie auch von Amtsträgern stets gute Erfahrungen gemacht, wenn es um die persönlichen Schicksale von vermissten Angehörigen ging. Ich kann nur hoffen, dass Sie mir hier im Sozialversicherungsamt auch diesmal helfen können. Tja, also in dem Amt hier gibt es leider keinerlei Unterlagen zu einem Mann, der Michaelas Vater sein könnte. Aber die sehr freundliche Mitarbeiterin hat sich wirklich ganz viel Mühe gegeben und dann bei anderen Behörden angerufen. Und sie konnte schließlich eine alte Adresse eines Demos Kapuros in Frankfurt ermitteln. Das bedeutet, ich bin jetzt gerade in Griechenland angekommen und die Spur führt zurück nach Deutschland. Das muss ich jetzt erstmal irgendwie klären und ich weiß auch schon, wer mir da weiterhelfen könnte. Ich will diesen Hinweis auf gar keinen Fall vernachlässigen. Doch bevor ich überstürzt zurück nach Deutschland reise, bitte ich meinen Mitarbeiter Tim, diese Spur zu überprüfen. Der nächste Morgen in Frankfurt am Main. Tim, ein langjähriger Mitarbeiter aus meiner Redaktion, hat sich kurzfristig auf den Weg in die Stresemann-Allee im Frankfurter Süden aufgemacht. Hier in die Nummer 142 soll laut Auskunft der Behörde in Athen ein Demos Kapuros in den 60er Jahren gezogen sein. Auf dem Klingelschild ist der Name nicht zu finden, doch Tim hofft, dass sich einer der Hausbewohner an Michaelas Vater erinnern kann. Hallo, schönen guten Tag. Tim Bix ist mein Name von Sat.1. Ja. Ich bin auf der Suche nach einem Herrn, der hier in den 60er Jahren gelebt haben soll in diesem Haus. Ein Grieche namens Demos Kapuros. Sagt Ihnen das zufällig was? Nee. Gar nicht? Gar nichts. Wir wohnen zwar jetzt schon 19 Jahre hier, aber das sagt mir nichts. Trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte schön. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ja, hallo. Entschuldigen Sie die Störung, ich bräuchte Ihre Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einem Mann, der in diesem Haus hier leben soll oder gelebt haben soll. Ein Grieche namens Demos Kapuros. Ein Grieche, der hier gelebt hat? Ja. Oder immer noch hier lebt. Nie gehört. Nie gehört. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Demos Kapuros ist der Name. Der soll irgendwo gelebt haben? In diesem Haus hier, ja. Ich bin schon sehr lange hier, aber der Name ist mir total fremd. Niemand in dem Mietshaus kann sich an den Demos, der vor einem halben Jahrhundert hier gelebt haben muss, erinnern. Tim weitet seine Umfrage deshalb auf das angrenzende Wohngebiet aus. Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Ich bin auf der Suche nach einem Herrn, der da vorne in dem Haus gelebt haben soll. Demos Kapuros, ein Grieche. Hab ich nie gehört. Sagt Ihnen gar nichts der Name? Nee. Mehrere Stunden fragt sich Tim erfolglos durch. Ist die Suche nach Michaelas Vater damit schon gescheitert? Ich bin auf der Suche nach einem Griechen, der hier in den 60er Jahren um die Ecke gewohnt hat, zwei Häuser weiter. Demos Kapuros, sagt Ihnen der Grieche? Name was? Ich bin selber Grieche. Okay. Demos Kapuros. Sagt Ihnen das was? Nee. Wo hat er gewohnt? 142. Zwei Häuser weiter. Mein Onkel hat da lang gelebt. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Mal gucken. Lebt er denn noch hier? Kann ich mit ihm sprechen? Der lebt nicht mehr hier, der ist umgezogen, aber der hat lange hier gelebt und ich kann ihn mal versuchen anzurufen. Das wäre super. Ja.
Schnell kann der junge Mann seinen Onkel, der lange in der Straße gelebt hat, erreichen und gibt das Gespräch an Tim weiter. Und tatsächlich, der ältere Herr kannte Dimos. Dieser soll Anfang der 70er Jahre wieder zurück nach Griechenland gegangen sein. Der Mann am Telefon hat sogar noch eine alte Telefonnummer von Dimos. Mehr weiß er leider nicht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Und konnte er helfen? Ich habe eine Telefonnummer. Sie ist zwar 40 Jahre alt, aber immerhin. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Dankeschön. Danke für Ihre Hilfe. Schönen Tag noch. Gerne. Tschüss. Ich sitze gerade mit meinem Dolmetscher in Athen zusammen, als mich eine Nachricht von Tim mit den neuen Informationen und der Telefonnummer erreicht. Auch wenn diese Nummer von Dimos knapp 40 Jahre alt sein soll, versuche ich mein Glück und rufe dort an. Ich habe schon gewählt. Okay. Oh, da kommt eine Ansage, die ist nicht vergeben. Ist nicht mehr gültig? Leider nicht. Sagt dir denn diese Vorwahl was? Nicht auf Anhieb. Schade. Ich gebe dir mal hier ein, vielleicht finden wir den Ort dazu. Ich möchte herausfinden, welcher Ort sich hinter der griechischen Vorwahl 2265 verbirgt. Denn dort müsste Michaelas Vater Dimos ja zumindest vor 40 Jahren gelebt haben. Ja, wir haben herausgefunden, dass die Vorwahl dieser Telefonnummer zu einem Ort namens Amphissa gehört. Wo ist das denn? Ich kenne Amphissa, das ist ungefähr 2 Stunden entfernt von hier, nordwestlich von Athen. Alles klar. Oben in den Bergen. Ja, da das das Einzige ist, was wir beide im Moment haben, würde ich vorschlagen, das ist unser nächstes Ziel morgen. Da hören wir uns dann um. Direkt am nächsten Morgen machen Thomas und ich uns auf den Weg nach Amphissa. Nach knapp 2 Stunden Fahrt in nordwestliche Richtung durch die malerisch schöne Berglandschaft Mittelgriechenlands erreichen wir die gemütliche Kleinstadt mit etwa 8000 Einwohnern. Michaelas Vater müsste aus der Region stammen oder zumindest mal hier gelebt haben. Und ich hoffe darauf, dass die Menschen sich hier untereinander gut kennen. So, das scheint hier das Stadtzentrum zu sein. Wir hören uns mal ein bisschen um. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich suche einen Dimos Kapouros. Okay. Nein, den kennen wir nicht. Nein? Okay. Evaristos. Yassas, ich suche einen Dimos Kapouros. Dimos Kapouros? Der hat eine Tochter in Deutschland. Die sucht den Papa. Tut mir leid, nie gehört. Evaristos. Yassas, ich suche einen Dimos Kapouros. Da ich ihn nicht kenne, weiß ich auch nicht, wo er ist. Tut mir leid. Sie kennen ihn nicht. Okay. Danke. War so einfach. Yassas, ich bin auf der Suche nach einem Dimos Kapouros. German. Dimos Kapouros. Nein, kennen Sie nicht? Den kennen wir leider nicht. Okay. Oh, thank you. Dimos Kapouros? Noch nie gehört. Nein. 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 Tut mir leid. Okay. Evaristo. Also das ist hier doch alles viel größer, als ich gedacht habe. Mit Rumfragen komme ich hier nicht weiter. Aber ich habe mir was anderes überlegt. Lass uns das mal ausprobieren. Im Zentrum von Amphissa war mir das örtliche Postamt aufgefallen. Vielleicht kann ich hier an Informationen über Michaelas Vater kommen, falls dieser tatsächlich noch hier wohnt. Yassas. Ich bin auf der Suche nach jemandem und habe jetzt die Hoffnung, dass ich hier bei der Post vielleicht weiterkomme. Der Name ist Dimos Kapouros. Sagt Ihnen das irgendwas? Das sagt mir leider nichts. Aber ich kann mal den Direktor holen. Vielleicht kennt er ihn. Das wäre ganz nett. Vielen Dank. Yassas. Julia. Servus. Ich suche jemanden. Kennen Sie einen Dimos Kapouros? Worum geht es? Es gibt eine Frau in Deutschland, die ihren Vater vermisst. Sie haben schon ganz lange keinen Kontakt mehr. Und die Spur führt hier zu Ihnen nach Amphissa. Und diesen Mann suche ich. Der Name kommt mir bekannt vor, aber mehr auch nicht. Ich könnte unseren Postboten fragen. Der kommt sehr viel rum und kennt fast jeden. Ja? Würden Sie das machen?
Der freundliche Direktor des Postamts nimmt Kontakt zu seinem Postboten Lukas auf. Dieser kennt nicht nur viele Bewohner des Stadtkerns, sondern auch die der umliegenden Dörfer. Ich habe ihn erreicht. Er bricht jetzt seine Tour ab und kommt hierher. Und dann können Sie ihn fragen. Alles klar, dann warte ich draußen. Nee, bitte warten Sie draußen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Evaristo. Die Hilfsbereitschaft der Griechen beeindruckt mich immer wieder. Und auch der Postbote Lukas hält Wort. Da kommt er. Er unterbricht seine Tour und trifft nur wenige Minuten später am Postamt ein. Lukas. Julia, ich bin Julia. Ah, ich bin froh, dass das geklappt hat. Wie kann ich Ihnen denn jetzt genau helfen? Ich bin ganz verzweifelt auf der Suche nach jemandem. Der Name ist Dimos Kapouros. Der hat eine Tochter in Deutschland und die vermisst ihn seit ganz vielen Jahren. Ich kenne einen Dimos Kapouros, der hier in der Gegend lebt. Dimos Kapouros, kennen Sie? Yes. Wirklich? Nein. Okay. Ich kann Ihnen gerne helfen. Ich weiß, wo er lebt. Hier in der Nähe, in einem Dorf. Und wo genau wohnt er? Er wohnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Amphissa. Aber der Weg dorthin ist sehr schwer zu finden. Er wohnt ziemlich versteckt. Aber ich kann Ihnen gerne zeigen, wo genau er wohnt. Steigen Sie ein, ich bringe Sie hin. Oh, das ist sehr nett. Ich glaube, das ist ein bisschen eng. Kann ich unseren Wagen holen und Ihnen einfach hinterherfahren? Kein Problem. Lukas, Evaristo, vielen Dank. Sehr gerne. Riesenglückstag heute hier in Amphissa. Ich habe eine ganz heiße Spur und habe jetzt noch jemanden, der mich vielleicht zu Dimos bringt. Bin sehr froh. Evaristo. Kurze Zeit später sitzen wir im Auto und folgen dem Postboten, der uns zu einem abgelegenen Tal führt. Hier in einem 10 Kilometer vom Zentrum Amphissas entfernt liegenden Ortsteil, der auch zu seinem Zustellbezirk gehört, soll Dimos Kapouros leben. Jetzt kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Evaristo, das hätten wir nie gefunden. Das Haus von Dimos ist das dort hinten. Alles klar. Tausend Dank, Evaristo. Gern geschehen. So, hier müsste Michaelas Vater wohnen. Hier ist die Tür. Da brennt auch ein Licht drin, das sehe ich. Yesas. 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 Ich bin Julia aus Deutschland. Sind Sie Dimos Kapouros? Dimos Kapouros? Ja? Was ist hier los? Ich suche Sie schon ganz lange. Emena. Mich? Sie haben doch eine Verbindung zu Deutschland. Oche, no. Nein, habe ich nicht. Oche. Aber Sie haben doch mal in Deutschland gearbeitet. Nein, ich habe auch noch nie in Deutschland gearbeitet. Aber ich suche einen Dimos Kapouros, der in Deutschland war, dort gearbeitet hat und der vor allen Dingen dort eine Tochter hat. Ich habe einen Cousin, er hat mal in Deutschland gearbeitet. Vielleicht meinen Sie ihn. Er heißt wie ich. Sie haben den gleichen Namen? Ja, wir haben den gleichen Namen. Unsere Väter sind Brüder. Wir sind beide nach unserem Großvater benannt. Ah, und der heißt auch Dimos Kapouros. Und der war in Deutschland. Genau, mein Cousin war in Deutschland. Und wissen Sie, ob der dort auch eine Tochter hat? Ja, davon weiß ich. Das glaube ich jetzt nicht. Die Tochter von Dimos sucht ihn. Glauben Sie, das sind gute Nachrichten? Das sind tolle Nachrichten. Er wird sich sehr darüber freuen. Wohnt er denn auch hier im Dorf? Er wohnte früher hier im Dorf. Er wohnt aber seit längerem in Kalkida. Und würden Sie mir die Adresse geben? Bewusst. Ja? Aber natürlich. Bitte rufen Sie mich an. Ich möchte ihn gerne überraschen. Nein, ich werde ihn nicht anrufen. Es hat mich sehr gefreut. Oh, was für ein Auf und Ab. Ich dachte jetzt wäre ich komplett falsch. Aber wie sich herausstellt, ist es der Cousin. Und deswegen ist es doch alles gut. Ich habe Michaelas Vater gefunden. Ich kann gar nichts sagen. Er hat ja gesagt, dass dein Vater in Kalkida wohnt. Und dann habe ich mich sofort auf den Weg gemacht. Ja. Und bin da hingefahren. Ja. Dann gucken wir weiter. Ja.
So, hier müsste Michaelas Vater wohnen. Ich hoffe ganz fest, dass er zu Hause ist. Ja, Sas. Ja, Sas. Was ist denn hier los? Wer seid ihr denn? Hallo, ich bin Julia aus Deutschland. Sind Sie Dimos Kapouros? Ich bin Dimos Kapouros. Ich bin auf der Suche nach Ihnen. Haben Sie eine Verbindung zu Deutschland? Echo. Ja, habe ich. Es gibt jemanden in Deutschland, der Sie sucht. Darf ich mit reinkommen und Ihnen erklären, um was es geht? Ja. Verstehen Sie ein bisschen Deutsch? Ja, ich verstehe sehr, sehr gut Deutsch. Sehr gut. Dann komme ich mit rein. Ja, komm bitte rein. Dankeschön. Kommt ruhig alle rein. Ich habe ihn gefunden. Danke. Bitte. Das ist dein Papa. Das ist unglaublich, echt. Ich bin sprachlos, ehrlich. Ich muss wieder mal drücken. Wir haben dann gesprochen miteinander. Ja. Guck mal. Ja. Dimos, ich bin hier, weil deine Tochter Michaela aus Deutschland nach dir sucht. Was bedeutet dir das? Darüber freue ich mich sehr. Es ist eine große Überraschung, dass mein Kind nach mir sucht. Nach all den Jahren. Ich hielt Michaela als Baby in meinen Armen. Jetzt sind 50 Jahre vergangen. Denkst du noch oft an deine Tochter? Sehr viel. Dimos, kannst du mir sagen, wie du damals nach Deutschland gekommen bist? 1963 kam ich nach Deutschland. In Frankfurt am Main habe ich für die Deutsche Bahn gearbeitet. Wie hast du denn Michaelas Mutter kennengelernt? Ich habe Ilona bei einer Party ihrer Tante kennengelernt. Wir kamen uns näher und gingen fortan miteinander aus. Wir hatten eine schöne Beziehung. Wir waren nicht lange zusammen, vielleicht einen Monat. Aber es war wirklich schön. Warum habt ihr euch getrennt? Sie wurde von mir schwanger. Von da an distanzierte sie sich von mir. Ich wollte mit ihr eine Familie gründen und das Kind großziehen. Sie wollte aber nichts davon wissen. Ich war erst Mitte 20. Ich war noch ein Kind und Ilona genauso. Leider ist Ilona 2014 an Krebs verstorben. Warum geschieht das alles erst jetzt? Wie soll ich das jemals wieder gut machen? Ich war nie da, als sie einen Vater gebraucht hat. Was würdest du deinem Kind gerne sagen, was in deinem Herzen ist? Was kann ich ihr bloß sagen? Ich schäme mich aus. Wusste nicht. Schämst dich? Brauchst nicht schämen. Kannst du mir von deinem Leben erzählen, wie du heute lebst? Mir geht es gut. Ich lebe in Kalkida. Ich habe dort ein kleines Haus. Da lebe ich mit meiner Lebensgefährtin Panayota. Ich habe zwei Töchter. Sie sind Zwillinge. Georgia lebt in Itea, Despina in Athen. Wir verstehen uns sehr gut. Uns geht es ganz gut. Dimos, ich habe dir Fotos mitgebracht. Das ist Michaela als Baby. Bravo. Was für ein süßes Baby. Meine Tochter. Unglaublich. Und das war sie als Schulkind. Mir fehlen die Worte. Sie war ein wunderschönes Mädchen. Das ist deine Tochter jetzt.
passt ganz genau von meiner Ausstellung. Sieht dir ähnlich? Ja. Sehen Sie gleich. Jetzt ist der große Moment da. Du kannst jetzt zu deinem Papa gehen. Hallo, Michaela. Meine liebe Tochter. Bitte, viel Entschuldigung. Ich liebe dich so viel, Michaela. Ich will dich sehen. Und wann willst du kommen zu mir in Griechenland hier? Ich liebe dich so viel. Nee, ich kann nichts sagen. Julia, ich... Danke dir. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Nichts zu danken. Vielen Dank. Nichts zu danken. Doch. Das habe ich so gern gemacht. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich kenne deine Sendung. Du hast ihn hier geholt, oder? Dein Papa wartet auf dich. Ich gehe jetzt. Wo denn? Ich bring dich gleich hin. Ja, gleich. Vor einem halben Jahrhundert zerbrach Dimos kurze Beziehung zu Michaelas Mutter und er wurde von seiner Tochter getrennt. Michaela hatte ihren Vater nie kennengelernt und musste ohne seine Liebe aufwachsen. Jetzt können sich die beiden zum ersten Mal in die Arme schließen. Jetzt ist der große Moment da. Du kannst jetzt zu deinem Papa gehen. Dankeschön. Bitte schön. Entschuldigung, Mama. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich hab mich auch schuld. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Alles gut. Alles ist gut. Papa. Alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Juli, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut. Glücklich? Glücklich, ja. Das ist gut. Ich auch. So lasse ich euch zurück. Ja. Dankeschön. Alles, alles Gute. Dankeschön, alles Julia. Gute. Dankeschön. Dankeschön. Oh, so schön. Dimos bleibt eine Woche in Deutschland. Michaela kann ihm mit ihrer aufrichtigen Art sämtliche Schuldgefühle nehmen, die er jahrelang mit sich herumtrug. Nach 50 Jahren können die beiden ihre Vater-Tochter-Beziehung jetzt so erleben, wie sie sich das immer gewünscht haben.